Herzlich willkommen bei den Freien Demokraten live. Wolfgang Kubicki ist heute bei uns live aus Kiel. Er ist Spitzenkandidat der Freien Demokraten in Schleswig-Holstein und stellvertretender Bundesvorsitzender. Herr Kubicki, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auch. Herr Kubicki, wie geht's Ihnen? Ausgezeichnet. Altersbereinigt sogar sensationell gut. Sagen Sie, wie beurteilen Sie die derzeitige Situation in Schleswig-Holstein? Die Ausgangslage für die FDP ist ausgezeichnet. Wir sind bei Meinungsumfragen zwischen 9% und 12%. Und es besteht eine durchaus realistische Chance, dass wir ein sehr gutes Wahlergebnis erreichen, auch als Vorlauf zur Bundestagswahl, und dass wir möglicherweise auch wieder in Regierungsverantwortung eintreten können. Wir haben 5 Monate vor der Wahl noch nie so gute Umfrageergebnisse gehabt wie gegenwärtig. Und wir haben von den Umfragen bis zur Wahl immer noch zugelegt. Und das lässt ja auch. Das freut uns. Am 7. Mai 2017 sind die Landtagswahlen. Wie gut sind Sie vorbereitet? Ja, inhaltlich auf jeden Fall sehr gut. Wir haben unseren Programmentwurf fertiggestellt. Der wird am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben dort Forderungen erhoben, die auch bundesweit Einmaligkeitscharakter hat, nämlich in der Verfassung selbst eine Investitionsquote festzuschreiben, weil wir alle wissen, dass die künftigen Erträge davon abhängen, dass der Staat jetzt investiert. Wir haben einen riesen Investitionsstau, weil in der Vergangenheit zu wenig investiert worden ist, und wir müssen aufpassen, dass die jeweils in einer Legislaturperiode Handelnden nicht auf Kosten der künftigen Generationen sich sanieren, die Kind machen. Wir haben ähnlich wie Nordrhein-Westfalen vor, dass junge Familien, die ein Eigenheim erwerben wollen oder eine Einflussung erwerben wollen, bei der Grunderwerbsteuer bis 500.000 Euro vollständig befreit werden, aber auch nur einmalig in ihrem Leben, um einen Start zu ermöglichen. Wir wollen deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um die marode Infrastruktur in Schleswig-Holstein zu verbessern. Und wir stellen fest, dass wir dort in diesen Bereichen auf eine extrem gute Resonanz stoßen. Die Partei ist hoch motiviert. Wie gesagt, bei Meinungsumfragen zwischen 9% und 12% ist es auch kein Wunder, wenn wir feststellen, dass wir bundesweit irgendwo zwischen 5% und 6% sind. Und wir haben alle Lust auf Wahlkampf. Und mich eingeschlossen, werden wir zusehen, dass wir aus den Umfragewerten nicht nur Wahlergebnisse machen, sondern noch bessere Wahlergebnisse machen, als die Umfragedaten heute aussehen. Dafür drücken wir natürlich schon mal die Daumen. Herr Kubicki, wie ist denn Ihre Einschätzung zur gegenwärtigen Situation im Bund? Naja, wir erleben, dass die Große Koalition mehr Probleme bereitet, als sie wirklich löst. Ich denke nur an die Frage der Rentenfinanzierung. Wir wissen ja bereits jetzt, dass Frau Nahles ehrlicherweise angekündigt hat, dass die Rentenversicherung nicht mehr ausreichen wird mit ihrem Beitragsaufkommen, um die Rentenleistungen zu finanzieren. Wir wissen, dass die Rentenbeiträge steigen müssen. Wir wissen, dass zusätzlich noch viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss durch die Steuerzahler. Und die Menschen fühlen sich insgesamt ja auch etwas verschaukelt, weil sie das Gefühl haben, es besteht ein gewisses Maß an Kontrollverlust, sowohl was die Außengrenzen angeht, wie auch was die innere Sicherheit angeht, wenn in allen verschiedenen Bereichen erklärt wird, man müsse sozusagen mit Wohnungseinbrüchen leben, das heißt allgemeine Lebensrisiko, und dass entsprechende Maßnahmen ergriffen wird, um dem vorzubeugen, Täter schneller zu finden und möglicherweise auch schneller mit U-Haft zu belegen, dann wird es Zeit, dass Liberale aufstehen und sagen, wir brauchen nicht dauernd neue Gesetze, sondern entsprechenden Handlungsrahmen, entsprechendes Personal, entsprechende Ausstattung. Und das ist auch ein Thema, was auf Bundesebene eine große Bedeutung haben wird. Und es geht vor allem darum, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Welt wartet nicht auf Deutschland, die Digitalisierung schreitet voran. Wir müssen heute die Maßnahmen ergreifen, um in den Jahren 2025 bis 2030 das Wohlstandsniveau halten zu können, das wir gegenwärtig haben. Und wir brauchen eine neue europäische Empathie. Wer denn, wenn nicht die FDP, soll sowas leisten? Die europäische Idee war Markenkern auch der Freien Demokraten. Es wird Zeit, diesen Markenkern wieder zu entdecken und ein neues Feuer pro Europa zu entfachen. Und ich bin sicher, wenn wir die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hinter uns haben werden, ich gehe auch davon aus, dass unsere nordrhein-westfälischen Freunde ein herausragend gutes Ergebnis erzielen, dann ist das die Power, die wir brauchen, um auf der Zielgerade nochmal zuzulegen zur Bundestagswahl. Was denken Sie über Angela Merkel? Das ist eine bemerkenswerte Frau, die in ihrem bisherigen Lebenszyklus auch politisch einiges geleistet hat, aber ich vermute, sie wird das Schicksal von Helmut Kohl erleiden. Man wird ihrer überdrüssig werden, vor allen Dingen deshalb, weil wir ja jetzt auf dem Bundesparteitag der CDU sehen können, dass die leeren Worte von Angela Merkel nicht umgesetzt werden, sondern im Gegenteil, die Union sich, ich sage das mal etwas polemisch, rückbesinnt auf die alten Werte der Abschottung. Wenn Herr Gauland von der AfD heute erklärt, die Union nehme viele Anleihen an Ideen der AfD, dann kann ich sagen, in einigen Bereichen ist das so.
Wer Abschiebung auf den afrikanischen Kontinent will, ohne dass die aufnehmenden Länder dazu bereit sind, wer die Abschiebequoten als solche erhöhen will, ohne dass jemals geprüft wird, ob es individuelle Gründe gibt, die Abschiebung verhindern, der begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Das ist das Gegenteil von dem, was Angela Merkel mal prophezeit hat. Wir schaffen Integration, das ist Abschottung. Und man muss ja auch sehen, bei den Integrationsbemühungen hat die Kanzlerin bis heute nicht erklärt, wie denn in relativ kurzer Zeit die Integration von mehr als 1 Million Menschen gelingen soll, wenn wir feststellen, dass wir zu wenig Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die Wirtschaft Probleme hat, Flüchtlinge, Asylbewerber aufzunehmen, wenn wir feststellen, dass die Deutschkurse nicht ordentlich belegt sind und wenn wir vor allem jetzt auch feststellen, dass für die 1 Million zusätzlichen Menschen nicht ausreichend Sicherheitskräfte vorhanden sind, um dem Problem, die damit zusammenhängen, auch entgegentreten zu können, dann denke ich, wird der Stern von Angela Merkel relativ schnell verblassen, wenn nicht sogar sinken. Und das Ergebnis für sie, 89% bei einer Kanzlerin, ihr hohes Ansehen genießt, zeigt ja schon, dass es doch einen Riss auch in der CDU gibt. Wie gut sind die Freien Demokraten denn für die Bundestagswahl 2017 aufgestellt? Wir arbeiten noch daran. Wir arbeiten unserem Programm. Wir haben eine neue innerparteiliche Diskussionsfreude entwickelt. Wir sind gerade dabei, die Kandidaten aufzustellen, die ja für die FDP in den Wahlkreisen und darüber hinaus werben sollen. Und ich muss sagen, wir haben ein kleines Problem, das darin besteht, dass die Spitzen unserer Partei, nämlich Christian Lindner und ich selbst, in Landtagswahlkämpfe eingebunden sind und die auch erstmal erfolgreich bestreiten müssen, bevor wir uns wirklich auf die Bundestagswahl konzentrieren können. Aber wir merken jedenfalls, und ich erlebe das ja bundesweit, einen unglaublichen Rückenwind für die Freien Demokraten. Bei allen Veranstaltungen sind wir sehr stark besetzt, wenn nicht überlaufen. Verbände erklären, es sind noch nie so viele Menschen auch zur Verbandsveranstaltung gekommen, wenn Christian Lindner und ich unterwegs sind. Und ich glaube schon, dass es uns gelingen kann, deutlich zu machen, dass auch im Deutschen Bundestag wieder eine politische Kraft sein muss, der klar ist, dass erst erwirtschaftet werden muss, was verteilt werden soll. Der Satz hört sich ja immer sehr plausibel an, nur keiner hält sich daran. Deshalb brauchen wir dringend Investitionen. Investitionen in Bildung, Investitionen in Infrastruktur und vor allen Dingen ein Klima, das den Unternehmen, den Einzelhändlern, den Selbstständigen, den Handwerkern erlaubt, wirklich auch Wertschöpfung betreiben zu können. Denn davon lebt diese Gesellschaft. Und nicht davon, dass man politische Programme verabschiedet und deklamiert. Warum FDP wählen? Ja, für mich ist das immer eine ganz einfache Frage. Ich mache das ja schon mein Leben lang, weil ich gerne möchte, dass es meinen Kindern und meinen Kindern genauso gut geht wie mir, bei der Möglichkeit, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten, auf niemanden angewiesen zu sein, vor allen Dingen auch mich von niemandem drangsalieren zu lassen, keinem Common Sense folgen zu müssen, keinem Mainstream folgen zu müssen, nur weil das so ist, meine Meinung frei sagen zu können. Wir haben ja in der Gesellschaft viele Menschen, die glauben, sie dürfen nicht mehr sagen, was sie denken. Das ist eine fatale Entwicklung, die auch demokratiegefährdend ist. Wer, wenn nicht die Partei der Meinungsfreiheit, der Freien Demokraten, soll dafür kämpfen, dass in dieser Gesellschaft sich jeder zu Hause findet? Und deshalb muss man die FDP unterstützen. Also wir haben eine Reihe von Persönlichkeiten, die in der Lage sind, diese Gesellschaft voranzubringen und zu gestalten. Herr Kubicki, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wenn Sie Wolfgang Kubicki unterstützen möchten, dann teilen oder liken Sie dieses Video und schauen Sie doch gerne auch auf seiner Facebook-Seite vorbei oder natürlich auch gern bei uns unter Freie Demokraten live.